Das finde ich eine Sauerei. Entschuldigung, aber das ist meine Meinung. Da bin ich auch tief enttäuscht, weil das ist ein Spieler, den ich sehr, sehr schätze. Der ist zwar nicht mehr ganz jung, aber ich finde, seitdem er auch regelmäßig von unserem Trainer eingesetzt wird, bin ich total begeistert, weil er ist über 30, aber es ist ein sehr, sehr sympathischer Mensch und ich glaube, er spielt auch absolut fair. Ja. Schwierig. Es ist natürlich immer schwierig, sich von Spielern zu trennen, auch wenn sie halt schon lang gediente Spieler sind. Gerade ist das auch immer ein menschliches Problem, aber gut, das ist Fußball. Der Junge ist 33 Jahre, der wird irgendwo in der zweiten und dritten Liga immer noch einen Vertrag bekommen. Aber der Trainer will junge Spieler holen und das ist ganz normal. Sympathie von uns hat er. Er hat seine guten Dienste hier geleistet, ist okay. Und wenn er anderweitig noch einen Platz bekommt, freue ich mich für ihn. Ja, das ist ein ganz schöner Hammer. Das ist ein ganz schöner Hammer, das verstehe ich nicht. Ne? Das ist ein so wichtiger Mann. Der agiert überall mit, hinten sowie ganz vorne. Ne? Das verstehe ich nicht, das verstehe ich nicht. Also da muss der Arabi sich mal echt überdenken, der Knabe. Da war mit zu rechnen. Er wird auch nicht jünger und da muss man mit leben. Ist eigentlich schade für ihn, weil er zeigt eigentlich regelmäßig auf der rechten Abwehrseite gute Leistungen. Der ist viel zu alt. Heute zum Beispiel, das war eine absolute Vollkatastrophe, wie immer. Jetzt gerade in der Rückserie, man sieht, man braucht nur den Ball an dem vorbeilegen, ne? Und ja, dann ist der Gegner halt dran vorbei und das ist einfach zu schwach. Ja, es ist auf der einen Seite schade, weil es ein verdienter Spieler ist, aber ich denke mal, jetzt für die Zukunft wäre es schon besser auch, wenn da ein bisschen frischer Wind reinkommt, vor allem auf den Außenpositionen. Verstehe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht, weil der hat heute wieder ein starkes Spiel abgeleistet. Der kostet nicht allzu viel. Wir haben jetzt ein paar starke Partner im Rücken. Und wenn er solche Flanken auch noch in einem Jahr schlagen kann, warum sollten wir den denn entlassen? Kann ich nicht nachvollziehen. Bleibe ich ganz ehrlich, er ist Stammspieler, Routine und die ganzen Kritiken. Er spielt, er ist gut. Ein neuer Vertrag kostet keine Ablöse. Und Routine hat noch nie geschadet und ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Das war eigentlich klar, dass der keinen Vertrag mehr bekommt aufgrund des Alters. Und wenn er einen Vertrag bekommt, dass das vielleicht ein Jahresvertrag leistungsbezogen sein wird, sowas hatte ich mir schon ausgerechnet. Aber gut, jetzt hat er halt keinen Vertrag und da müssen wir jetzt mit leben. Auch für den muss adäquaten Ersatz geholt werden. Und ich denke, da wird das Team hinterm Team schon dafür sorgen. Also hier tief drunter trage ich das Trikot mit der 23 von Florian Dick. Ich finde es ein wertvoller Spieler, den sie schwer ersetzen können. Bin gespannt, wie sie ihn ersetzen. Ich finde es nicht gerechtfertigt, dass man ihm noch nicht mal einen Einjahresvertrag gibt. Also da muss ich sagen, gerade weil Sabine ihn ja wiedergeholt hat.